Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns mal die Eigenschaften von Solarzellen anschauen. Hierbei wollen wir auf den Füllfaktor eingehen, aber auch auf die Effizienz und wie die Formeln zustande kommen, wofür man natürlich auch den Kurzschlussstrom und die Leerlaufspannung braucht. Also fangen wir mal an, vielleicht erstmal mit dem idealen Ersatzschaltbild einer Solarzelle. Wir sehen, solange ein Lichtstrom einfällt, also Licht auf die Solarzelle eintrifft, haben wir im Endeffekt hier ideale Stromquelle, die den Strom generiert. Und wir haben natürlich parallel geschaltet, weil es ja immer noch ein Halbleiter ist, die Diode. Bei Silizium wäre es quasi eine Siliziumdiode mit diesem klassischen 0,7 Volt Durchbruchsspannung. Genau, das wäre unser Ersatzschaltbild und wir sehen, wir kriegen aus dem Ersatzschaltbild, wenn wir hier irgendwie eine Last dran haben, einen Strom raus, dieser I von U hier und natürlich eine Spannung, das wäre die Spannung U. Das heißt, wir generieren eine Spannung, die meistens in Höhe der Bandlücke ist und einen Strom, der eben proportional zur Menge der Photonen ist, die eben eintreffen. Wenn wir also die Kennlinie aufstellen, dann sehen wir, okay, die Gesamtkennlinie hier können wir über die Knotenregel aufstellen an diesem Knoten hier und erhalten, das ist die ID minus ISC, also im Endeffekt der Diodenstrom minus den Kurzschlussstrom. Wobei der Kurzschlussstrom eben der Strom ist, wenn wir die Solarzelle kurz schließen würden, dann würden wir ja im Endeffekt die Diode überbrücken und das wäre quasi der ideale Strom, der von der Stromquelle geliefert werden kann. Und aus der Diodenkennlinie, sollte hoffentlich bekannt sein, folgt, dass eben der Diodenstrom der Sperrsättigungsstrom ist der Diode, multipliziert mit der E-Funktion E hoch E mal U durch KBT, wobei dann eben E die Elementarladung ist, KB die Carbolzmann-Konstante. Und T die Temperatur. Bedeutet, desto höher die Temperatur, desto mehr verändert sich die Kennlinie auch. Und das Ganze noch minus 1, damit man das eben anhebt oder beziehungsweise absenkt, dass der Startpunkt bei 0 ist. Und dann eben abgezogen immer noch der Kurzschlussstrom. Wenn man diese Formel jetzt umformt nach der Spannung, die wir eben hier oben drinne sehen, dann kommen wir auf die Formel, die wir unten haben. Das ist dann also die Spannungskennlinie, die abhängig ist vom Strom von dieser Solarzelle. Und die ist eben die Boltzmann-Konstante mal die Temperatur durch die Elementarladung multipliziert mit dem Logarithmus vom Strom, der durch die Solarzelle oder ausgebaut wird aus der Solarzelle plus der Kurzschlussstrom geteilt durch den Sperrsättigungsstrom. Ja, hier kann man sich auch merken, Sperrsättigungsstrom ist meistens in der Größenordnung 10 hoch minus 10 oder so. Das heißt, hier kriegen wir im Logarithmus meistens auch einen Wert raus hier, der in der Größenordnung 10 hoch 10 ist und damit die 1, die wir hier haben, halt deutlich übertrifft. Genau, das dazu gesagt. Wenn wir jetzt also die Strom- und Spannungskennlinie einer solchen Solarzelle kennen, dann können wir die auch eintragen. Hätten wir jetzt den unbestrahlten Fall, dann würde ja kein Strom generiert werden in der Solarzelle und dieser Zweig hier wäre im Endeffekt, sage ich mal, tot oder weg und wir hätten nur noch die Kennlinie von der Diode und die Kennlinie von der Diode ist ja nichts anderes, als dass wir so eine E-Funktion haben, die eben irgendwann hochgeht. Ja, jetzt haben wir aber natürlich einen Strom, der entsteht durch den Lichteinfall. Und der Strom sorgt im Endeffekt dafür, dass eben so ein Kurzschlussstrom hier generiert wird. Das ist ja eben der Strom, der durch diese Stromquelle erzeugt wird. Und der sorgt im Endeffekt einfach dafür, dass wir nun bei minus ISC anfangen, also nach unten verschoben, und dementsprechend unsere Kennlinie eben wie folgt aussieht. Also wir haben im Endeffekt einfach unsere E-Funktion wie gewöhnlich, nur dass wir jetzt eben hier die nach unten verschieben. Macht doch Sinn, dass wir einen negativen Strom haben. Wir kriegen ja Energie erzeugt, wenn der Strom positiv wäre im normalen Erzeugerzellpfeilsystem, dann würden wir ja im Endeffekt einen Strom verbrauchen, aber wir generieren ja einen. Und jetzt können wir uns schon überlegen, was passiert denn an dieser Stelle hier. An der Stelle haben wir im Endeffekt ja die Spannung gleich 0 Volt. Wenn wir die Spannung gleich 0 Volt mal hier einsetzen in unsere Stromkennlinie, dann sehen wir, dass die E-Funktion zu 1 wird und sich mit dem minus 1 rauskürzt und es bleibt also nur noch der minus ISC hinten Teil übrig. Bedeutet, unsere Kennlinie fängt bei minus ISC an. Jetzt haben wir noch die U von I-Kennlinie, die wir hier beschrieben hatten. Wir können also schauen, wo liegt ungefähr dieser Punkt, den wir haben. Und dieser Punkt liegt ja genau an der Stelle, wo unser Strom 0 wird. Dementsprechend hier der Teil zu 0 werden würde. Und wenn der Strom 0 wird, nennt man das Ganze Leerlaufspannung. Klar, weil wenn kein Strom fließt, dann ist ja die Klinke offen am Ende. Und wir haben also den Leerlaufpunkt erreicht. Das nennen wir also Open Circuit Voltage, UOC. Und was man jetzt eben betrachten kann, ist,
Im Endeffekt ist die Leistung, die wir am Ausgang generieren, die ja im Endeffekt proportional auch ist dann zum Wirkungsgrad und Ähnlichem, nichts anderes als die Spannung multipliziert mit dem Strom. Und wenn wir also von dieser Kennlinie immer die Spannung mit dem Strom multiplizieren, dann sehen wir schon, die wird, wenn ich es mal so eintragen darf, irgendwie so verlaufen. Ja, also wir haben im Endeffekt hier ISC multipliziert mit 0 Volt, dann ISC multipliziert mit, keine Ahnung, 0,1 Volt und wir sehen dann hier ISC mit 0,2 Volt ungefähr multipliziert, aber hier vorne knickt es halt ab, hier wird ISC irgendwann geringer werden oder unser Strom geringer werden, obwohl wir eine hohe Spannung haben, drückt unser Strom das im Endeffekt dann runter. Das heißt, wir haben so einen Verlauf mit einem klaren Maximum. Ja, das ist quasi das, was wir, ups, das, was wir jetzt hier sehen können, ist, dass wir hier an der Stelle irgendwo ein Maximum haben. Und wenn wir ein Maximum haben, das heißt, wir haben eine ideale Spannung und einen idealen Strom, an der wir maximale Leistung ausbauen. Und die liegt im Endeffekt irgendwo, sage ich mal an. Das wäre also die Maximum Power Point Spannung und ebenso der Maximum Power Point Strom, den wir hier im Endeffekt messen können. Und das ist typisch für Solarzellen, dass die solche Maximum PowerPoint Ströme und Spannungen haben. Die kann man relativ einfach berechnen, indem man einfach einmal Strom mal Spannung nimmt für alle Werte, die man gemessen hat und dann den maximale Paar rausnimmt. Und da hat man das dann eben bekommen. Und was sind jetzt typische Eigenschaften, die wir ja besprechen wollten, ist nicht nur die Maximum PowerPoint, ja, der Maximum PowerPoint sozusagen, sondern auch der Füllfaktor. Und die Effizienz in einer solchen Solarzelle. Vielleicht fangen wir erstmal mit der Effizienz an, obwohl das hier weiter unten steht. Eine Effizienz ist ja immer die Ausgangsleistung, P-Output durch P-Input. Die Eingangsleistung, die muss gegeben sein. Das ist im Endeffekt die Strahlung, die wir drauf scheinen. Wenn wir jetzt unter Standard-Test-Conditions sind, sind das meistens 1000 Watt pro Quadratmeter oder sind das immer 1000 Watt pro Quadratmeter. Aber die Leistung, die wir rausbringen, ist ja im Endeffekt maximal, wenn wir eben am Maximum PowerPoint sind, also unsere Maximum PowerPoint Strom mal unsere Maximum PowerPoint Spannung. Und das Ganze kann man noch anders darstellen. Dafür müssen wir uns erstmal den Füllfaktor anschauen. Und der Füllfaktor ist im Endeffekt nichts anderes als ein Maß dafür, wie ideal unsere Kennlinie ist. Ja? Dass unsere Kennlinie jetzt so verläuft, wie wir sie hier sehen, ist nicht normal. Sie könnte ja zum Beispiel auch so verlaufen oder sie könnte auch so verlaufen, ja, also sie könnte viel steiler oder weniger steil sein. Und dieser Steilheitsfaktor, sage ich mal, der wird eben durch den Füllfaktor ausgedrückt. Und das ist im Endeffekt, wenn wir ein Viereck ziehen zwischen ISC und UOC, das hat ja im Endeffekt diese Fläche dann hier. Und diese Fläche kann man jetzt vergleichen mit der eingeschlossenen Fläche vom Maximum PowerPoint. Das wäre also im Endeffekt die Fläche, die wir hier einspannen. Und wenn wir jetzt das Flächenverhältnis bilden von Maximum PowerPoint-Fläche und Kurzschlussstrom-Leerlaufspannung, kriegen wir den Füllfaktor. Das ist also im Endeffekt nichts anderes als unsere Maximum PowerPoint-Spannung mal Maximum PowerPoint-Strom geteilt durch Leerlaufspannung mal Kurzschlussstrom. Und das ist immer kleiner gleich 1. Das kann nicht größer als 1 werden. Im realen Fall ist es auch immer kleiner 1, also es kann auch nicht 1 werden. Sind meistens so Werte wie 70%, 80%, die man da erreicht. Im Idealfall wären es natürlich 100%, aber das schafft man halt leider in Anführungszeichen nicht. Und wenn man diesen Füllfaktor nun hat, kann man natürlich auch aus dem Füllfaktor umsubstituieren und sagen, okay, IMPP mal UMPP, also unsere maximale Leistung, die wir rausbringen können, ist der Füllfaktor multipliziert mit unserer Leerlaufspannung, multipliziert mit unserem Kurzschlussstrom. Ist einfach nur eine Umformung der Formel. Und dann können wir das in die Effizienz einsetzen und können dann eben hier die folgenden Werte ergänzen und erhalten unsere zweite Formel für die Effizienz, in der wir dann eben nur noch Kurzschlussstrom, Leerlaufspannung und Füllfaktor haben. Und das sind alles Werte, die im Datenblatt gegeben sind. Meistens natürlich tatsächlich auch der Maximum PowerPoint, aber hier ja, eben gegeben im Datenblatt eigentlich immer. Genau, und dann hat man die Effizienz, den Füllfaktor, weiß, wie die Kennlinie verläuft. Am ehesten kann man sich das herleiten aus den Größen selbst und weiß damit, wie so eine Solarzelle funktioniert. Falls es dazu natürlich Fragen gibt, könnt ihr die natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video.